Ganz herzlichen Dank, Herr Bachim. Liebe Frau Ilsberg, lieber Herr Rachel, lieber Herr Doktor, lieber Herr Hutmacher, werte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen heute gegangen ist, als Sie in das Haus gegangen sind. Da haben Sie ja schon Plakate gesehen und Schuhe gesehen. Mir ist es so gegangen, dass ich, als ich in das Haus gekommen bin, mich heimisch gefühlt habe. Familiär war es schon fast. Das lag ein bisschen an diesen Schlappen, die sehen meinen zu Hause ähnlich. Das sind die von Ötzi. Aber natürlich auch an den Schuhen, die jetzt kommen. Das sind Schuhe, wie sie meine beiden Töchter tragen. Die sind also 13 und 17. Ja, so ähnlich, also nicht genau so. Aber mit Schuhen haben wir es auch zu Hause. Der Begriff Schuhtick, der könnte von mir kommen. Ich verwende das öfters. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nachher auch mal durch die Ausstellung zu gehen. Also Sie werden da geführt. Und dann vielleicht sehen Sie auch die Schuhe von Marlene Dietrich. Sie werden sich natürlich fragen, was haben denn Schuhe mit Supercomputern zu tun? Und ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, dass Schuhe eigentlich nichts mit Supercomputern zu tun haben. Das ist nicht auf den ersten Blick deutlich. Sie sehen hier zum Beispiel alte Stiefel. Also auch links sind alte Stiefel und rechts haben Sie auch einen relativ alten Stiefel. Das ist ein Toshiba Laptop von 1984. Das war damals ein ungeheuer interessantes technologisches Gerät. Ist es auch heute noch, wenn man es untersuchen würde. Es hat natürlich technisch gesehen damals einen enormen Fortschritt bedeutet, etwas tragbar zu machen. Wenn man auf die Zahl schaut, das ist also die Zahl 1 Million und dann steht da Flops. Flops heißt nicht, dass das ein Fehlschlag war, sondern dass das sogenannte Fließkomma-Operationen sind pro Sekunde. Und das bedeutet, man macht zum Beispiel die Multiplikation von einer Zahl mit einer anderen oder die Addition von zwei Zahlen. Und diese Zahlen sind schon relativ groß. 1 Million, das können Sie sich mal merken, aber ich habe es ja als alten Stiefel bezeichnet. Und die Wissenschaft hat 7 Meilenstiefel bekommen. Der Supercomputer, das ist der 7 Meilenstiefel der Forschung. Das ist eine seiner Charakteristiken. Das ist also die Geschwindigkeit, mit der man heutzutage rechnen kann. Aber was es genau bedeutet, das werde ich nachher schon versuchen darzulegen. Es hat was mit Komplexität zu tun. Es ist also die Frage, können wir heute Probleme lösen, die eine Komplexität aufweisen, die man, sagen wir mal, vor 10, 20, 30 Jahren noch überhaupt nicht andenken konnte und die in der Vergangenheit überhaupt undenkbar waren. Und genau diese Probleme wurden vorhin in den Reden des Staatssekretärs und von Herrn Hutmacher angesprochen. Das sind Probleme von äußerst hoher Komplexität. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel eine Zahl, die ist viel größer als die vorher. Vorher hatten wir 1 Million, jetzt haben wir 1 Milliarde mal 1 Million. 1 Milliarde mal 1 Million ist 1 Billiarde. Flops. Das kann diese Maschine. Die Maschine ist aber schon ein paar Jahre alt. Die haben wir 2009 installiert. Und diese Maschine war, wenn man so will, ein wirklicher Sprung mit einem 7-Meilen-Stiefel in eine neue Klasse der Geschwindigkeit von Berechnungen. Und warum das so notwendig ist, um das herauszubekommen, da müssen wir mal noch mal genauer hinschauen. Einmal sind Supercomputer selbst Maschinen, die von einer ungeheuren Komplexität sind. Sie können natürlich nur Komplexität zähmen, wenn Sie auch ein Gerät, ein Instrument haben, was eben dazu in der Lage ist. Und das Instrument, was Sie hier sehen, das bauen wir gerade ab. Das war das also der Rechner Eugene mit 1 Petaflops, so nennen wir die Billiarde. Der wurde 2009 aufgebaut und gerade vor einiger Zeit, jetzt vor einigen Wochen abgebaut. Und Sie sehen allein schon an der Anzahl der Kabel und der Racks und all dieser Dinge, die da passieren, welche Komplexität das kriegt. Aber es kommt ja was Neues. Sie sehen, es kommt eine andere Maschine. Diese Maschine heißt Eugene. Das Gene kommt natürlich von Genen. Das ist also die Idee, dass man mit dieser Maschine Biologie machen kann. Und das Queen, das hat sich sehr gut geeignet, weil wir quasi eine neue Königin der Rechner haben. Die hat eine Performance von 5 Petaflops, von 5 Billiarden Operationen pro Sekunde. Und das Interessante ist, damit haben wir
den schnellsten Rechner in Europa, in Jülich, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Finanziert wurde das Projekt mit Namen PETA-GCS im Gauss-Center für Supercomputing. Das ist ein Zusammenschluss der drei Zentren, das Zentrum in Jülich, das Zentrum in Garching und das Zentrum in Stuttgart vom BMBF und von MIWF in Nordrhein-Westfalen. Also man sieht, wenn beide zusammenarbeiten, bekommt man natürlich auch wirklich was gebacken. Seit 2009 und auch schon vorher ist Jülich der Platz mit dem stärksten Rechner. Das ist nicht alleine eine La-Polar-Geschichte. Der stärkste Rechner kann auch sehr starke Wissenschaft machen. Und das möchte ich Ihnen heute zeigen. Gleichzeitig ist ein solches Gerät ein Großgerät. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat als eine wichtige Mission, Großgeräte zu betreiben. Und das Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft Jülich betreibt das Großgerät Supercomputer. Wie gesagt, ich möchte Ihnen heute etwas über die Aufgaben von Supercomputern sagen. Was ist eigentlich eine Simulation? Es gibt ja diese Sicht auf die Welt der Supercomputer, die Simulation. Wollt ihr jetzt plötzlich die Empirie ersetzen? Oder wollt ihr die Theorie verwässern? Ich glaube, dass diese Sicht dadurch kommt, dass man das Supercomputing in die Simulation mit der Frage dieses Säulendenkens gleichgesetzt hat. Also die Säule Empirie, wir machen Experimente, wir beobachten. Die Säule Theorie, wir machen uns ein Modell der Natur. Und jetzt kommt plötzlich die Simulation, die ist so dazwischen. Ich will Ihnen zeigen, dass dieses Bild völlig falsch ist. Die Simulation ist nicht eine dritte Säule. Die Simulation ist genau die Brücke zwischen Theorie und Empirie. Und ich will auch noch ein zweites zeigen. Und deswegen sehen Sie hier Keplers Brücke zwischen Experiment und Theorie. Ich will Ihnen zeigen, dass diese Brücke seit 400 Jahren existiert, dass dieses Verfahren zwischen Empirie und Theorie, eine Brücke zu bauen, zu der Zeit damals von Leuten wie Galilei und Kepler erfunden worden ist. Und weil man so schön von Planetensystemen reden kann und das auch sehr schön darstellbar ist, lassen Sie mich doch ein bisschen zunächst mal zeigen, wie Kepler in Wirklichkeit simuliert hat. Also, was hat Kepler gebraucht? Kepler hat Daten gebraucht. Daten ist Empirie. Insofern konnte er zu der Zeit, weil er nach Prag gegangen ist, auf Daten zurückgreifen, die von Tycho Brahe für über einen längeren Zeitraum erstellt worden sind. Und diese Daten, die betrafen dieses Problem, was Sie hier sehen. Sie sehen also die Bahn des Mars in der Zeit zwischen 1594 und 1601. Und in dieser Zeit hat Tycho sehr genau die Bahn des Mars vermessen. Was ist da so problematisch? Erstens mal wackelt die Bahn und zum zweiten Mal gibt es eine sogenannte retrograde Bewegung. Jetzt sehen Sie die wieder. Geht er mal ein bisschen zurück und wieder nach vorne. Jetzt fängt es von vorne an und irgendwann kommt er wieder. Und wenn er wieder rumgeht, sehen Sie, der macht da so einen Schlenker. Das hat man, wie Sie wissen, im ptolemäischen Weltbild hat man das durch Epizykel und Epizykel auf Epizykeln beschrieben, weil in der Tat war das nicht befriedigend. Und Tycho sagte schon als 16-Jähriger, ich möchte das genauer wissen und das Entscheidende, und da kommen wir auf die Empirie, ist, sehr, sehr genau zu messen. Also hat er sehr, sehr genau gemessen. Und ein Beispiel seiner Genauigkeit, das sehen Sie hier. Man soll also nicht irgendwie denken, dass in der Vergangenheit die Wissenschaftler nicht sehr genau messen konnten. Tycho konnte das, hat also das sogenannte tropische Jahr. Das gibt es verschiedene Definitionen. Eine ist also zwischen Frühlingspunkt und Frühlingspunkt, den man dann noch geeignet definieren muss, weil der ändert sich auch. Aber nehmen wir an, es ist geeignet definiert. Tycho hat es dann gemessen zu 365 Tagen, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden. Das braucht man, um das Schaltjahr sozusagen genau zu bestimmen. Heute kennen wir es ein bisschen genauer. Ja? Nicht sehr viel. Tycho konnte es nicht genau erkennen, weil er hatte als kleinste Einheit die Sekunde. Es war die kleinste Einheit, die er hatte. Er hatte auch keine Floating-Point-Zahlen, der hatte nur Integer-Zahlen. So, also, und was hat er dann gemacht? Er hat diese Messungen gemacht und das war am Ende das, was Kepler extrahiert hat aus den Daten. Und Sie sehen, wenn man das mit modernen Kurven vergleicht, für die damalige Zeit, das lag schon sehr gut auf dem, was er gesehen hat. Aber wie kann man daraus nun sozusagen ein Gesetz machen oder ein Naturgesetz machen?
Dazu braucht man eben diesen schönen Herrn auf der linken Seite, Johannes Kepler. Der hat 1609 zum ersten Mal in Astronomia Nova hat er seine zwei Gesetze veröffentlicht, später dann besser ausformuliert im Jahr 1618 in den Epitome Astronomia Copernicanae hat er die gebracht. Und was hat er eigentlich getan? Er hat Folgendes gemacht. Er hat durch einen iterativen Prozess herausgefunden, was seine Theorie ist, auf der er das Weltbild aufbaut. Und die Theorie, jetzt kommt es, was eine Theorie ist. Sehr oft wissen wir das ja gar nicht. Eine Theorie ist zu sagen, Planeten bewegen sich auf einer Ellipse. Und das zweite Element ist zu sagen, in gleichen Zeiten überstreicht der Fahrstrahl die gleiche Fläche. Ich will Ihnen nur mal zeigen, das ist also die Theorie. Sie haben jetzt zwei Dinge gesehen. Sie haben die Empirie gesehen und Sie haben die Theorie. Jetzt kommt der Punkt. Wie baut er die Brücke zwischen dieser Sache und dem, was Sie vorhin gesehen haben? Und die Brücke baut er hier. So, jetzt ein bisschen Mathematik muss auch sein. Es ist ja nur im Wesentlichen Geometrie. Aber ich bin theoretischer Physiker und ich liebe die Mathematik und all das Komplizierte, ist ja klar. Also, das ist nicht so kompliziert. Wir machen jetzt zwei Schritte. Und das sind genau die zwei Schritte, die man in jedem Problem, was man heute auch auf dem Rechner behandelt, tut. Wir modellieren und wir berechnen. Wie modellieren wir eine Ellipse? Wir machen einen Kreis drum. Also Kepler hat erstmal einen Kreis um die Ellipse gezogen. Das ist dieser gelbe Kreis, den Sie sehen. Und jetzt sehen Sie noch eine zweite Sache. Sie sehen da eine grüne Fläche. Die grüne Fläche ist die Fläche, von der vorhin die Rede war. Die wird überstrichen von dem Fahrstrahl. Das ist diese schwarze Linie. Wie kriegt er die raus, die grüne Fläche? Die grüne Fläche bezeichnet er mit M. Und was er machen konnte, er konnte natürlich die Affinität der Ellipse nutzen. Eine Ellipse, die wird durch zwei Zahlen charakterisiert, B und A, eine kleine und die große Halbachse. Und wenn man die Zahl nimmt und multipliziert, die blaue Fläche mit der Zahl, und da kriegt man die orange und die grüne Fläche. Jetzt muss man nur noch die orange abziehen, aber das ist ein Dreieck. Das kann jeder Schüler in der 8. Klasse. Zieht man diese ab und dann kriegt man die obige Gleichung. M gleich E minus Epsilon mal Sinus E. E Epsilon ist die Exzentrizität der Ellipse und die Winkel sehen Sie hier. Das Problem jetzt hat er ein Modell. Das Problem jetzt ist, wie löst er das Modell? Und Sie sehen, das können Sie nicht nach E auflösen da oben. Das ist ein bisschen blöd, weil Sie haben eine Größe E da drin und haben einen Sinus von E drin. Er musste das numerisch lösen. Er hat eine numerische Lösung gemacht. Das war der erste Schritt. Hatte er dann mal E, dann konnte er wieder durch Geometrie seinen Winkel Phi bestimmen. Und das ist der wahre Winkel Phi. Jetzt fragen Sie sich, wo kommt der zweite Satz rein? Was ist jetzt die Frage, warum in gleichen Zeiten gleiche Flächen? Gleiche Zeiten, gleiche Flächen, das macht jede Uhr. Der zweite Satz von Kepler, das zweite Gesetz, ist die Uhr. Er hatte ja keine Uhr, mit der er vergleichen konnte, so hat er eine Himmelsuhr benutzt. Und das ist dieser weiße Punkt. Der weiße Punkt, stellen Sie sich das nur als Uhrzeiger vor, der nimmt den Winkel M an. Der Winkel M ist ein Einheitswinkel natürlich, der entspricht dann der grünen Fläche. Und das ist exakt die Lösung, die er brauchte. Und jetzt lassen Sie das Ding mal laufen. Das hat er ausgerechnet. Genau das hat er ausgerechnet, was Sie sehen. Sie sehen also diesen roten Punkt laufen, den hat er berechnet als Funktion des schwarzen und des weißen Punktes. Und ich behaupte mal, das war die erste Simulation, die den Namen Simulation eigentlich verdient hat in der Geschichte der Wissenschaft. Denn wenn man seine Aufzeichnungen heute nimmt, dann kann man alle Zahlen eintragen und dann kriegt man genau diese Bewegung. Er hat halt nur noch keinen Computer gehabt, um es zu zeigen. So, viel dazu. Also Sie sehen jetzt zwei Dinge. Modellierung und Numerik. Das sind die beiden Sachen, die wir hier machen. Bemerkenswert ist, dass das auch heute wieder oder heute eine ganz entscheidende Rolle spielt. Links erfahren Sie in einem Buch von Arthur Koestler, das gibt es schon seit 50 Jahren natürlich, der war ja ein Autor, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs publiziert hat. Da erfahren Sie viel über Kepler. Da erfahren Sie zum Beispiel, wie er das gerechnet hat. Erstens mal 70 Mal die Maßbahn gerechnet, zweitens über Jahre, das Ganze über 6 Jahre, die Endrechnung 2 Jahre jede Nacht gerechnet, in dicken Folianten, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Müssen Sie sich vorstellen, die Geduld und die Energie, die dazugehört hat.
der war ein Supercomputer. Der hat gerechnet. Das ist exakt, was der Supercomputer sehr schnell machen könnte. Das wäre ein Bruchteil einer Sekunde, wenn wir das programmieren würden. Ja, das ist interessant zu wissen. Und im zweiten Buch, kennen Sie vielleicht auch, des neueren Datums, von Stuart Clark, da erfahren Sie etwas, das ist mehr so romanhaft. Da erfahren Sie auch was Interessantes. Da erfahren Sie, wie er die Daten nach Hause transportiert hat. Das Problem war, Tycho wollte ihm die nicht geben. Und so musste er die sozusagen dann, man weiß es heute nicht genau, ob es eine krumme Tour war, aber angeblich auf dem Sterbebett hat er sie versprochen bekommen und hat sie dann mit einem Ochsenkarren geholt. Der brauchte einen ganzen Ochsenkarren und konnte nicht alle Bücher, Laborbücher von Tycho in sein Haus transportieren. Damals gab es auch schon ein Datenspeicher- und Transportproblem. Gut, und was hat er in der Tat geschafft? Er hat zwischen Empirie und Theorie erstmal eine Brücke gebaut. Und dazu brauchte er Modellierung M und Numerik N. Diese beiden Dinge. Und heute, der Unterschied ist einfach der, ob Sie jetzt mehr an der Empirie sind oder mehr an der Theorie, das spielt gar keine Rolle. Ich werde nachher verschiedene Beispiele zeigen. Aber Sie müssen diese Brücke bilden oder können diese Brücke viel breiter machen, viel massiver, wenn Sie schneller rechnen können. Das ist alles. Und was können Sie dann tun? Dann können Sie in den Bereichen Energie, in den Bereichen Umwelt, Hirnforschung, Biologie oder Materialien. Und das alles haben wir vorher gehört. Da können Sie den Rechner als Instrument einsetzen. Das Entscheidende ist, der Wissenschaftler wäre nie in der Lage, das von Hand zu rechnen. Wir könnten einfach viele Dinge nicht angreifen. Und es ist auch klar, dass ein Unterschied besteht. Durch die Quantität im Rechnen wird ein qualitativer Unterschied erzeugt. Der qualitative Unterschied eben in der Frage, wie weit sind Theorie und Empirie auseinander und wie stark muss die Brücke sein, die man hier zu bilden hat. Ein ganz wichtiger Bereich ist die Grundlagenforschung, denn da, und das darf man nicht vergessen, werden viele der Algorithmen, viele der Verfahren, viele der Methoden überhaupt erst gefunden, die man dann in den anderen Bereichen einsetzen kann, um eben deren extreme Komplexität zu zähmen, in den Griff zu kriegen. Fangen wir mal an mit dem Superrechner als Kristallkugel der Klimaforschung. Da habe ich die Gelegenheit, Ihnen diese beiden netten Personen vorzustellen. Sie sehen, Wissenschaft muss man jung machen. Das ist Sabine Griesbach und Lars Hoffmann. Und ich stelle die beiden sehr gerne vor. Sie sind auch hier im Saal, weil sie bei uns im Simulation Lab Klimaforschung arbeiten. Wir organisieren unseren Support, unsere Unterstützung in Form von Simulation Labs. Das ist neu in Deutschland, das hat man bisher so nicht gemacht. Man würde auch sagen, es gibt kaum ein anderes Land, wo das wirklich in dieser Stärke gemacht worden ist. Wir denken, es ist sehr erfolgreich. Wir haben dann Teams von 4 bis 8 Personen, manchmal auch mehr, die in einer Anwendungswissenschaft 2 Dinge tun. Sie unterstützen die User, die unsere Maschinen nutzen, die Anwender, und sie machen eigene Forschung. Das heißt, sie bleiben auf dem Feld aktiv und sind konkurrenzfähig zu den Wissenschaftlern, aber gleichzeitig haben sie den Auftrag, die Wissenschaftler zu unterstützen. Und diese beiden haben was ganz Interessantes gemacht. Das macht mir richtig Spaß, Ihnen vorzuführen. Hier sehen Sie diesen Vulkan, dessen Namen keiner aussprechen kann. Eyjafjallajökull, glaube ich, heißt er. Der hat ja diese Asche vor einiger Zeit in die Luft gebracht. Und dann war halt die Frage, die man gestellt hat, man konnte sie ja sehen, aber die Frage war, ist das quantitativ viel? Damals war es wohl viel, aber wo geht das hin? Haben wir überhaupt Methoden, die Asche hier zu bestimmen, deren Dichte zu bestimmen und deren Bewegung zu bestimmen? Das Interessante, was sozusagen à côté gefunden worden ist, und da kommt das wieder mit der Grundlagenforschung. Grundlagenforschung hat unglaublich viele à côté Erfolge, Dinge, die man nicht direkt sozusagen geplant hat, die aber hinterher eben zum Tragen kommen. Und die sind in der Untersuchung der Daten von Envisat gefunden worden. Das Interessante ist, was macht Envisat? Envisat versucht, Spurengase zu messen, die Konzentration von Spurengasen in der Atmosphäre. Ganz wichtig, wir wüssten nichts über das Ozonloch, wenn wir das nicht machen würden auf die Art und Weise. Wie macht Envisat das? Envisat schaut durch die Atmosphäre und integriert sozusagen Profile von Spektren da auf, je nachdem, in welcher Höhe er schaut. Ja? Das Problem ist, sobald da eine Wolke ist, werden die Daten verfälscht. Da könnte man sagen, naja, dann kann man nur messen, wenn da keine Wolken sind. Ja,
Aber die Frage, die sich die beiden gestellt haben, war, kann man das nicht benutzen, um den Störer, der da ist, die Wolke, zum Beispiel eine Aschenwolke oder eine Eiskristallwolke, zu bestimmen, zu sehen, ob da eine Wolke ist. Wie machen Sie das? Sie haben ja nur Daten. Sie wissen ja gar nicht, wie das in den Daten aussieht. Die Antwort ist, Sie simulieren einen gedachten Prozess, was ein Ascheteilchen tun würde im Spektrum. Es nützt natürlich nichts, das für eine Parameterkonfiguration zu tun. Sie müssen das für sehr, 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 sehr viele machen. Und da kriegen Sie charakteristische Muster in den Daten. Wenn Sie die dann haben, können Sie gucken, ob in Ihren realen Daten tatsächlich Muster dieser Art auftreten. Und wenn Sie das haben, können Sie mit einiger Sicherheit sagen, ich habe die Aschewolke. Das Interessante ist, Sie können das mal auf historische Daten anwenden. Das haben die beiden gemacht. Da sehen Sie also den Puyehje-Cordon-Gol-Vulkan. Sie sehen auch Napro und Sie sehen Grimsvötn. Und in der Tat ist es Ihnen gelungen, aus historischen Daten, nachdem diese Simulation die Muster gezeigt hat, wie sie sein müssen, in den Realdaten der historischen Daten diese Aschenwolken zu finden. Jetzt ist es ein interessanter Punkt. Sie brauchen jetzt eigentlich nur, wenn Sie wissen, Sie haben Aschewolken, diese in ein Meteorologieprogramm einzuspeisen und zu gucken, wie sich das in der Zukunft bewegt. Und dann haben Sie die Aschebewegung vorhergesagt. Ich betrachte das als eine enorm interessante Demonstration von mehreren Dingen. Einmal, Sie haben eine Theorie gemacht, was Asche tun würde. Sie haben diese Theorie durch Simulation in eine Form gebracht, dass sie mit realen Daten verglichen werden konnte, haben die mit realen Daten verglichen und haben das bekommen und können jetzt den nächsten Schritt wieder zurückmachen und können vorwärts integrieren und schauen, wie die Asche sich in die Zukunft bewegt. Sie sehen also genau diese klassische Aufgabe, die wir auch schon bei Kepler 403 Jahre vor unserer Zeit heute gefunden haben. Wir möchten mal behaupten, dass das Ganze, was hier getan wird, wenn man es quantitativ richtig macht, dass das jenseits der Hellseherei ist. So hat der Deutschlandfunk einen Artikel genannt, den ich mit der Sabine und mit dem Lars geschrieben habe. Supercomputer als Prognosemaschinen, da können Sie nachlesen im Deutschlandfunk-Diskurs, wann wir diesen Daten wirklich Glauben schenken können. Es wird ja viel erzählt, auch in den Medien. Also hier werden Sie sicher fündig werden, auch Kriterien zu entwickeln, wie glaubhaft denn die Dinge sind, die gemacht werden. Das nächste Beispiel, was ich Ihnen nennen möchte, ist in der Gruppe von Paolo Caloni gemacht. Paolo Caloni arbeitet in der GRS und ist auch gleichzeitig Direktor im IAS5, im Institute for Advanced Simulation. Und das Interessante daran ist, das ist eine richtig interessante Anwendung in einem Bereich, im Bereich Lebensmittel, in Kooperation mit einer Firma, die immer eine wissenschaftlich geführte Firma war. Das ist also auch interessant. Es geht um Kaffee. Sie sehen also hier testet gerade jemand, wie Kaffee riecht. Also der sogenannte olfaktorische Bitterstoff wird hier getestet. Die Frage ist, wie quantifizieren Sie sowas? Man hat versucht, künstliche Nasen zu entwickeln, alles Mögliche. Das funktioniert nicht. Aber wo man was machen kann, ist, man kann schauen, wie unsere Rezeptoren auf diese Bitterstoffe reagieren. Der Herr Illy, es gab also einen Francesco Illy, dann einen Ernesto Illy, jetzt gibt es einen Andrea Illy. Ernesto Illy war Chemiker und hat die Firma zu einer wissenschaftlich geführten Firma gemacht. Und von ihm stammt der Satz, Coffee is a total experience, smell and taste. Und das stimmt ja auch. Also jedem von Ihnen, der gerne Kaffee trinkt, dem läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, allein von der Farbe und vom Schaum. Schauen Sie sich diese Schaumkrone an. Und jetzt schauen Sie an, was wirklich passiert. Also, da haben Sie einen Rezeptor, der besteht aus einem Protein. Dieses Protein macht komische Bewegungen. Es macht die genau dann, wenn der Bitterstoff wenn es der richtige ist und wenn er an die richtige Stelle kommt. Und dann macht es plötzlich eine Änderung der Konformation. Und sobald es das tut, ändert sich die Elektronendichte, es fließt ein Strom und in Ihrem Gehirn, wenn mehrere das tun, entsteht ein Signal und Sie schmecken bitter. Die Frage ist natürlich, können Sie das ganz genau quantifizieren? Wenn Sie zum Beispiel den Stoff, den Sie reintun, leicht ändern, was passiert dann? Wenn der stärker geröstet wird, der Kaffee, haben Sie eine höhere Dichte von dem einen und eine niedrigere Dichte vom anderen. Hier arbeitet das Forschungszentrum Jülich mit Illy zusammen.
denn das Ganze ist von weit übergeordneter Bedeutung. Es hat nicht allein was mit Kaffee zu tun, das können Sie sich ja denken. Das hat natürlich mit allem zu tun, was mit Geschmack zu tun hat, wenn diese Prozesse richtig verstanden sind. Ich hoffe natürlich, dass uns der Kaffee auch in Zukunft noch schmecken wird, wenn er dann mal mit Simulation sozusagen verbessert wird in der Zukunft. Warum ist das wieder Theorie und Empirie? Klar, es wird mit der Empirie zusammengebracht. Die Empirie ist vielleicht nicht ganz so stringent, weil Sie müssen schmecken, Sie müssen es vergleichen, es muss auch schmecken am Ende. Aber die Theorie, die dahinter steckt, das ist natürlich Biologie. Und diese Vorstellung, die wir von den Proteinen haben, die haben wir wiederum durch Experimente, bringen die ein, wir modellieren die Kräfte, kriegen Kraftfelder und so weiter. Nächstes Problem, ein wichtiges Problem, gerade auch für Nordrhein-Westfalen, Simulationen in der Sicherheitsforschung. Vor etwa 10 Jahren haben wir begonnen, am Jülicher Supercomputing Center uns damit zu beschäftigen, in dem Sinne, dass uns klar geworden ist, dass das in der Zukunft eine Supercomputing-Aufgabe sein muss. Und wir konnten damals Herrn Armin Seyfried gewinnen, heute Professor in Wuppertal. Und Herr Seyfried beschäftigt sich mit der Dynamik solcher Veranstaltungen, der Menschen in solchen Veranstaltungen. Sie sehen hier natürlich die Love Parade, die immer als Schocker gezeigt wird. Aber das ist klar, dass eine solche Geschichte nicht nur bei uns passiert, sondern gerade in solchen Veranstaltungen, da haben Sie jedes Jahr viele Unfälle. Und vor einiger Zeit gab es eine Massenhysterie mit 300 und mehr Toten. Das passiert auch woanders. Also die Frage ist, kann man da überhaupt etwas tun? Können Sie Vorhersagen machen, was passiert? Können Sie die Parameter bestimmen, die dieser Dynamik zugrunde liegen? Und die Behauptung ist, ja, das kann man, wenn man es denn richtig macht. Und wenn man es richtig macht, dann kommt man am Ende zu solchen Simulationen. Das ist noch eine sehr einfache, das war die erste, die jetzt gemacht worden ist in der Kooperation mit Saudi-Arabien. Da geht es also um die Frage, wie steigt der Druck in der Menschenmenge an, wenn Sie die immer dichter machen. Sie sehen, irgendwann können die sich natürlich nicht mehr bewegen. Also Sie sehen, offenbar gibt es hier eine Dynamik, die wir natürlich künstlich reingebracht haben, die uns zeigt, was da passieren wird. Und das Ziel dieser Forschung ist, dieses Problem wirklich zu beherrschen, zu sagen, Schluss, hier darf kein einziger Mensch mehr rein, denn wenn da noch einer oder zwei reingehen, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass hier eine Katastrophe passiert. Und wie machen wir das? Hier fängt es wieder ganz von vorne an. Wir machen erstmal Empirie. Da gibt es also Tracking-Experimente. Sie sehen zum Beispiel hier Soldaten, das ist in der LTU-Arena an einem dieser Ausgänge. Der ist mit Warsteiner gekennzeichnet, damit man weiß, wo man rausgehen muss. Da sehen Sie also hier die Soldaten rausgehen. Sie sehen so rote Schleifen. Diese roten Schleifen, wir bestimmen online über Kameras, und das können wir von einer realen Menschenmenge online machen, wir bestimmen deren Trajektorien. Sie sehen also hinten am rechten Plot, sehen Sie alle Trajektorien. Und das ist sozusagen die Validierung. Wenn wir Modelle haben, die stimmen, dann müssen die sich so verhalten wie die Menschen in der Realität und müssen hinterher auch diese Trajektorien ergeben. Und dadurch, dass das der Fall ist, sind wir relativ sicher, dass das, was wir machen, kein Unsinn ist. Schauen Sie sich zum Beispiel Modell und Wirklichkeit hier an. Da sehen Sie also ganz unten links die finale Art, Menschen in ihrer Dynamik darzustellen. Der einzige Unterschied zwischen den wahren Menschen rechts, das sind also Leute mit Hüten auf dem Kopf, ist, dass sie sich so bewegen. Das liegt daran, dass wir zwei Beine haben. Das kann man auch noch einbauen, aber das ist irrelevant. Aber alle relevanten Parameter sind eingebaut. Oben wurde es vereinfacht, da stimmt es nicht. Das stimmt nicht mit dem unteren überein. Aber unten wurden die Parametersätze gefunden. Es wurden also Modelle geschaffen, mit der Wirklichkeit verglichen. Das ist die Theorie, und die Frage ist, wie ist das jetzt sozusagen zu übertragen auf eine reale Situation, wie zum Beispiel in einem Stadion. Also erstmal musste dieses Modell geschaffen werden. Sie sehen also wieder der Schritt Modellierung. Da wurden also die Bewegungen über Kräfte beschrieben. Ist also oben Newton, das sieht man sofort, MI mal RI 2 Punkt vektoriell. Und weiter unten kommen soziale Kräfte. Es ist so, wenn Sie jemanden vor sich sehen, der ist zu nah, dann halten Sie Abstand. Das hängt von der Geschwindigkeit ab und von der Größe des Raumes. Das kann man also alles modellieren. Und natürlich, wie sieht jemand aus? Wenn er sich schnell bewegt, hat er eigentlich einen größeren Bereich, in dem er sozusagen präsent ist.
die Breite spielt eine geringe Rolle, deswegen diese Ellipsoide. Wenn man das macht und dann noch dazu sich überlegt, wie denken Menschen? Ja, sie können also global denken. Ich möchte global den schnellsten Ausgang finden oder ich möchte lokal den schnellsten Ausgang finden. Sie können ja mal tippen, welcher von diesen vier Möglichkeiten hier schneller ist. Stellen Sie fest, ist also klar, dass wenn jemand nicht nur hier da oben global, was war das nochmal, global kürzester Pfad denkt, sondern wenn er lokal schnellster Pfad denkt, ist er am schnellsten auch draußen, also die brauchen am längsten. Das muss alles untersucht werden. Ja? Und je nach Situation verhalten sich Menschen mehr so, mehr so, mehr so oder mehr so. Das kann man einstellen in der Simulation. Wenn man das tut, kann man ein komplettes Stadion evakuieren. Das sehen Sie also hier. Hier werden Vorhersagen gemacht. Bei einem bestimmten Füllstand kann also der Mensch im Schwalbennest, das ist ein Feuerwehrmann, der verantwortlich ist, der kann auf den Knopf drücken und sagen, ich möchte in den nächsten 20 Sekunden sehen, wie diese Menschenmenge, was sie tut, wenn jetzt evakuiert wird und zum Beispiel hier ein Feuer wäre. Das kann er sehen. Er weiß, es wird eine halbe Stunde dauern und er kann zumindest verschiedene Szenarien durchspielen, wo er sagt, wenn ich jetzt da keine Maßnahme mache, kann es da Tote geben. Also das ist alles im Anfangsstadium, aber das technisch wird es funktionieren. Es muss jetzt natürlich sozusagen getuned werden, in die richtige Parameterkonfiguration hineingetuned werden mit geeigneten experimentellen Situationen. Warum funktioniert das? Weil im Keller ein dicker Supercomputer steht von diesem Stadion, auf dem diese Simulation läuft. Sie sehen also wieder, es wird ein Modell gebaut, das ist die theoretische Grundlage. Dazu braucht man schon die Empirie natürlich, um das Modell zu schaffen. Und jetzt wird dieses Modell wiederum so berechnet, dass man eine Vorhersage macht, dass man das, was die Empirie in einer anderen Situation bringt, vorhersagen kann. Nichts anderes, als was Kepler vor 400 Jahren gemacht hat. Energieforschung, ganz ähnlich, stellen die gleiche Frage. Können Sie hier den Prototypisierungsprozess, dass Sie also Experiment um Experiment um Experiment machen, können Sie den überbrücken mit einer Simulation? Das Beispiel im Institut von Herrn Rau, IEK 5 in Jülich. Sie haben also hier eine Solarzelle und Sie ätzen diese Solarzelle. Und je nach der Tiefe der Ätzung haben Sie einen anderen Wirkungsgrad. Das Ganze wird berechnet auf Maschinen, die wir in Jülich selbst bauen, selbst konzipieren. Das ist ein Clustercomputer. Sie sehen also hier die Maschine Europa. Wir haben also nicht nur eine Maschine, wir haben mehrere, viele für spezielle Einsätze. Das ist eine, die dafür da ist, solche Art von Rechnungen machen zu können. Und das machen wir mit Partnern. Sie sehen also hier, unser Hauptpartner für das Clustercomputing ist Partec, eine Firma aus München. Ich freue mich auch, dass ich heute Herrn Frohwieder hier begrüßen kann, der diese Firma ins Leben gerufen hat. Diese Kooperation besteht bei uns seit mehr als 10 Jahren und wir sind, das möchte ich mal fast behaupten, zurzeit führend auf dem Gebiet des Betriebs von Clustercomputern dieser Größenordnung. Diese Maschine fällt nicht aus. Da wird kein Job durch ein Problem im Betriebssystem sterben. Das ist absolute sichere Technologie geworden, einfach über die Jahre hinweg. Und mit dieser Technologie sind wir dann in der Lage, Wirkungsgrade von solchen Problemen zu bestimmen. Sie sehen also, es wird angeätzt, der Wirkungsgrad geht nach oben. Sie ätzen und ätzen. Irgendwann wird diese Siliziumoberfläche aber zu grob. Und diesen Punkt wollen Sie bestimmen. Und den bestimmen Sie. Und jetzt wird es zu grob und da geht der Wirkungsgrad wieder nach unten. Damit können Sie sozusagen in dem Prototypisierungsprozess dieser Zelle Schritte sozusagen überspringen und dann wiederum die nächste Generation im Experiment herstellen. Dazu brauchen Sie wiederum eine Theorie, ein Modell dieser Sache. Dazu müssen Sie natürlich auch wieder rechnen, um dann am Ende über den Wirkungsgrad wieder mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Jetzt kommen wir mal zur Grundlagenforschung. Grundlagenforschung, das in vielen Köpfen hat die so ein Stiefkind-Dasein. Ich würde mal behaupten, den meisten Fortschritt hat man nach wie vor dort. Das ist einfach so. Da werden die Verfahren entwickelt, die woanders notwendigerweise gebraucht werden. Neue Ideen entwickelt, die woanders gebraucht werden in der angewandten Forschung. Und hier wurde sogar
meines Erachtens einen Durchblick, nicht einen Durchblick, einen Durchbruch gefunden. Und zwar in der Frage, wie wird Kohlenstoff in Sonnen erzeugt? Das ist Forschung von Ulf Meissner, Bonn-Jülich, die im letzten Jahr eine der aufsehenserregendsten Arbeiten gewesen ist. Worum geht es dabei? Wie entsteht zum Beispiel Kohlenstoff, aus dem wir sozusagen bestehen? Das ist also eine direkte Frage der Entstehung des Lebens. Warum haben wir genügend Kohlenstoff? Tatsächlich, wenn wir den Prozess der Entstehung nehmen mit einem Verständnis, mit einem einfachen Verständnis der Kernstruktur und der Energieniveaus, dann würden wir diesen Kohlenstoff nicht kriegen. Das Problem ist ganz einfach folgendes. Sie brauchen erstmal immer drei Helium-Teilchen, müssen diese drei Helium-Nukleonen zusammenbringen. Zunächst mal in einem Beryllium, das hat also die Massenzahl 8. Und dann bringen sie noch ein zweites dazu und da kriegen sie 12. Der eine Prozess ist exotherm, der andere ist endotherm und dann kriegen sie Kohlenstoff. Wenn Sie das machen mit dem Standardverständnis der Energieniveaus, stellen Sie fest, dass Sie nicht genügend Kohlenstoff produzieren können. In den Sternen, die das können, das sind also die, die Helium brennen, bei 100 Millionen Grad Celsius. Und deshalb hat Fred Hoyle 1953 vorhergesagt, dass es einen Resonanzzustand geben muss in Kohlenstoff. Dieser Resonanzzustand muss gerade über der Schwelle liegen, wo Kohlenstoff dissoziiert in Beryllium und Helium. Und wenn dieser existiert einen bestimmten Abstand hat, und dann habe ich auch genügend Kohlenstoff im Prozess. Das ist die Aussage, die er gemacht hat. Tatsächlich wurde das dann gefunden, 1957 experimentell bestätigt. So, jetzt haben wir also wieder eine Theorie und haben ein Experiment. Das Problem ist, man kann nur das theoretisch nicht ausrechnen. Das ist einfach nur eine Hypothese. So wie die Ellipse ist die Bahn des Planeten. Ja? Entscheidender Punkt ist, was ist jetzt zu tun? Und um das zu machen, muss man ein bisschen was wissen. Wie sehen denn die grundlegenden Konstituenten aus? Das ist also ein Proton, was Sie hier haben, besteht aus Quarks. Das ist rein symbolisch, da fliegt was hin und her, das nennt man Gluon. Und das hält sozusagen das ganze Ding zusammen. Wie es das tut, das beschreibt die Quantenfeldtheorie als die entsprechenden Regeln. Wenn man das Ganze rechnen möchte, hat man ein Problem. Denn das Ganze ist symbolisch beschrieben, wenn Sie so wollen. Das ist mathematisch gar nicht exakt definiert. Das kann man nur im Näherungsverfahren machen. Aber man kann es auch richtig machen, indem man es auf einen Gitter bringt. Sie sehen also, die ganzen Dinger werden auf dem Gitter definiert. Plötzlich werden die mathematisch korrekt definierbar. Plötzlich wird aus der Theorie ein Modell und dieses Modell kann ich wieder rechnen. Okay, erster Schritt, Modell. Das mache ich dann numerisch auf dem Rechner. Also eine numerische Rechnung wird durchgeführt. Wenn ich das mache, und dann kann man tatsächlich etwas errechnen, was im Film natürlich so aussieht. Sie gehen also in die Sonne, die anfängt Kohlenstoff zu brennen, bei 100 Millionen Grad Celsius, mal da rein und dann kommen diese Alpha-Teilchen geflogen und es muss also einen Prozess geben, wo zwei erstmal zusammenkommen. Das machen die nur für eine ganz kurze Zeit. Da sehe ich schon zwei kommen. Schauen Sie mal, da Bong, Gamma-Blitz. Ja. Allerdings ist das exotherm, die waren ja vorher schon schnell und zufällig ist aber jetzt auch ein zweites genau auf Kollisionskurs und dann haben wir dieses Baryum. Das funktioniert aber nur, dieser Prozess, weil es diesen Zustand gibt. Und jetzt gibt es noch eine interessante Bemerkung dazu zu machen. Und die ist nicht alleine, dass man das jetzt gefunden hat, dass man Modelle entwickelt hat, dass man Algorithmen entwickelt hat, die man woanders wieder brauchen kann, die mathematischer Natur sind. Nein, es ist noch viel, viel tiefgreifender. Es gibt seit etwa 40 Jahren in der Diskussion der Grundlagen, der wissenschaftstheoretischen Grundlagen, ein Element, das nennt sich anthropisches Prinzip. Und das ist ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich mir das auf eine Karte aufgeschrieben, wie das genau definiert ist. Nicht, dass ich hinterher von Ihnen gesagt bekomme, Herr Dibbert, Sie wissen ja nicht mal, was das anthropische Prinzip ist. Also, von Herrn Carter 1974. Die beobachtbaren Werte aller physikalischen und kosmologischen Größen sind nicht gleich wahrscheinlich, sondern sie nehmen Werte an, die durch die Forderung eingeschränkt sind, dass es Orte gibt, an welchen sich kohlenstoffbasiertes Leben entwickeln kann. Und dass das Universum, zweitens, alt genug ist, dass dies bereits geschehen ist.
Das ist das anthropische Prinzip. Klingt ein bisschen esoterisch, weil es hat ja teleologische Komponenten. Das Interessante ist, hier kann man das anthropische Prinzip tatsächlich testen. Die Leute haben immer gesagt, was Fred Hoyle gemacht hat, ist eigentlich die Anwendung des anthropischen Prinzips. Und wenn es gelten würde, dann dürfte nur bei diesen Quarkmassen, die Meissner verwendet, der richtige Zustand herauskommen. Er hat nämlich den richtigen Zustand hier, in der Simulation gefunden. Und sobald er andere Quarkmassen verwendet, müsste der einen größeren Abstand haben von vom Threshold. Aber was er zu sehen scheint, das muss noch genauer angeschaut werden, aber er hat mir gesagt, seine erste Arbeit zeigt, dass dieser Zustand im gleichen Abstand bleibt. Und wenn das so ist, und dann kann man das anthropische Prinzip nicht anwenden. Und das ist natürlich ganz bedeutend, weil wenn Sie die Liste der Probleme mit anthropischem Prinzip anschauen, da steht das immer ganz oben. Das hat also eine ganz tiefgehende wissenschaftstheoretische Bedeutung, diese Dinge gemacht zu haben. Ja, jetzt habe ich genug über verschiedene Probleme geredet. Meine Zeit ist auch fast zu Ende. Jetzt möchte ich noch fragen, habe ich Sie überzeugt davon, dass wir komplexe Probleme heute auf dem Computer berechnen können? Ich gehe davon aus, ja. Ja? Also die komplexesten. Aber das Allerkomplexeste, was wir uns heute vorstellen können, glaube ich, ist das Gehirn. Was Sie hier sehen, sind verschiedene morphologische Typen von Neuronen, die in einer modernen Darstellung eben mit einer 3D-Visualisierung dargestellt werden können. Es ist schon faszinierend, wie tief man reinschauen kann und welche Vielfalt es da gibt. Das Ganze wurde pioniert von Santiago Ramón y Cajal. Cajal, Nobelpreis 1906 für Medizin und Neuroscience. Und er hat gesagt, die unbeschreibliche Komplexität der Struktur der grauen Substanz ist so vertrackt, dass sie der hartnäckigen Neugier von Forschern trotzt und noch viele Jahrhunderte trotzen wird. Okay, die Vorgabe von ihm. Und er war einer, der wirklich tief reinschauen konnte. Der hat also ein Verfahren verwendet mit Silbernitrat von Golgi, einem Italiener, vorher entwickelt und konnte damit diese Schnitte von Hirnzellen einfärben und Neuronen sehr gut sichtbar machen. Und da hat er auch selbst diese Zeichnungen, da gibt es also hunderte von Zeichnungen, hoch faszinierend, ist veröffentlicht in einem Buch, das heißt Butterflies of the Soul von Javier de Philippe. Mit dem arbeiten wir auch zusammen. Der leitet das Cajal-Institut in Madrid. Und das Interessante daran ist, also man sieht hier schon sehr viel, aber die logische Fortführung des Ganzen war, eben die 3D-Darstellung zu entwickeln. In Jülich wird das Ganze betrieben von Professor Katrin Amunds. Das ist also Neuroanatomie. Und sie kann Gehirne sehr, sehr fein schneiden, um ihre Struktur zu untersuchen. Und Sie sehen also hier, dass ein Gehirn in 7404 Schnitte geschnitten worden ist oder geschnitten wird, mit 11.000 mal 13.000 Pixel pro Schnitt. Die Auflösung erreicht also Mikrometer. Das ist also ganz weit vorne, wahrscheinlich die am weitesten fortgeschrittene neuroanatomische Auflösung, die wir überhaupt haben weltweit. Um das zu erreichen, müssen viele Dinge gemacht werden. Unter anderem, Sie müssen den Schnitt links reparieren, weil durch das Schneiden gibt es natürlich auch Fehlstellen. Also es gibt sehr viel zu tun und am Ende müssen Sie das Ganze scannen und dann versuchen, sozusagen die dreidimensionale Struktur zu rekonstruieren. Das geschieht über Polarisation. Erst dann können Sie diese Fasern, die Faserbahnen der Nerven verfolgen. Das ist also interessant. Hat man das Ganze mal, kann man natürlich in einem Viewer, das ist auch sehr weit fortgeschritten, wirklich an jeden Punkt dieser Visualisierung gehen und reinschauen. Das läuft unter dem Stichwort jülicher Big Brain. Das ist also eine ganz wichtige neue Darstellung. Da brauchen Sie schon einen sehr leistungsfähigen Rechner, um es überhaupt darzustellen. Und in der Zukunft, um auf diese Mikrometer-Auflösung zu kommen, können Sie sich jetzt mal ausrechnen. Ein Mikrometer, das wird sehr haarig. Und warum wird das haarig? Weil wenn Sie das nächste anschauen, da sehen Sie also, wenn Sie mal rein
zoomen in so einen Schnitt. Da sehen Sie also seine interne Struktur. Wir sind gerade bei 400 Mikrometer, 300. Es geht immer so weiter. Jetzt kommt irgendwann mal, Sie sehen also, dass das pixeliert ist, ist ja klar, weil es ja in Pixeln aufgenommen ist, sehen Sie irgendwann mal diese entsprechenden 3D-Strukturen, die Vektoren da drauf. Und diese stacken wir jetzt, die ganzen Schnitte wieder. Und darin kann jetzt der Computer verfolgen, wie eine Faserbahn läuft. Sie kriegen am Ende, das wird ein bisschen wird einem schwindelig, wenn man da hinschaut, dass Sie sehen am Ende die Faserstruktur. Das ist ein irrsinnig faszinierender Einblick. So sieht das dann in der Realität aus. Also eine fantastische Arbeit. Aber Sie sehen, dass das auch nur 4x4x4 Millimeter groß ist, das ganze Gebiet, was Sie hier sehen. Also relativ klein. Wenn Sie das aufs ganze Gehirn übertragen wollen, dann brauchen Sie 100 Terabyte Speicherplatz für ein Gehirn, allein für diese Struktur. 100 Terabyte. Wenn Sie dann noch Daten drauf tun wollen, chemische und so weiter, pro Pixel, sind Sie schnell bei einem Petabyte. Es gibt keinen Rechner heutzutage, der das fassen kann. Aber unsere Supercomputer können das bald. Deswegen wird man, das ist der Grund, weshalb man für diese Art der Forschung sehr bald Verfahren haben muss, um all dies sozusagen auf den größten denkbaren Rechnern interaktiv machen zu können. Gut, ein weiterer Schritt weg von der Analyse hin zur Simulation wird von der Gruppe Diesmann gemacht. Was Sie hier sehen, ist der visuelle Kortex von einem Makaken simuliert. Man hat also alle möglichen experimentellen Daten und versucht nun zu sehen, wie diese verschiedenen Bereiche spiken, also ihre entsprechende Information weitertransportieren, wenn man von außen mit einer sinusförmigen Anregung stimuliert. Also das ist ein Gehirnmodell auf dem Rechner. Sinusförmig heißt, das ist so was wie, wenn Sie ein Schwarz-Weiß-Muster zeigen vor den Augen. Und man kann jetzt schauen, wie diese Bereiche sozusagen zusammenarbeiten. Die interessante Fragestellung ist hier, gibt es Feedback-Elemente, die schon viel schneller eintreten, als das Signal durch das ganze System durchgewandert ist? Wie viel Vorwissen, wie viel Erwartungswissen hat der Cortex, um sozusagen ein einkommendes Signal zu verarbeiten? Und mit diesen Verfahren kann man sich das anschauen. Wenn man das weitertreibt, ist man auch sehr, sehr schnell, wenn man ein ganzes Gehirn simulieren will. Und am Ende will man das, weil man ja die gleiche Fragestellung auch da wieder hat. Wie arbeiten die verschiedenen Bereiche zusammen? Ist man ganz schnell wiederum bei Maschinen, die wir heute noch gar nicht darstellen können. Und damit komme ich zum letzten Folie. Das ist ein Projekt, was Sie sicher schon in den Zeitungen gelesen haben, wo wir auch beteiligt sind, mit Jülich, mit verschiedenen Instituten, mit insgesamt 5 Instituten des INM und mit dem Jülich Supercomputing Zentrum. Es geht um das Human Brain Project. Das ist ein Proposal. Wir haben es noch nicht. Ich hoffe, Sie drücken uns alle die Daumen, dass wir es kriegen. Es ist eines von 6 Flagship Proposals. Meiner Meinung nach das einzig Sinnvolle, was da wirklich gestellt worden ist. Klar. Ja. Was will man da versuchen? Man will mit diesem Proposal versuchen, tatsächlich diese kortikale Kalm, das kann man heute schon, die ist also jetzt sozusagen detailliert modelliert, nicht nur als Leitungsbahnen. Und Sie sehen, wie diese kortikale Kalm spiked, also denkt, lassen Sie mich mal so sagen, wenn man ihr von außen künstliche Randbedingungen zuführt. Das entspricht am besten, wenn man so will, einem bewusstlosen Stück Gehirnmaterie. Also der Transistor, der ist da. Wie er jetzt verschaltet wird, ist die nächste Frage. Wie kann man all diese 100.000 kortikale Kalms, wie kann man die alle verschalten, um ein Gehirn zu bauen oder den kortikalen Bereich eines Gehirns zu bauen? Das Human Brain Project möchte das machen und möchte das jetzt tun. Das kann man simulieren auf einem Rack der BlueGene P. Wenn man das jetzt so groß macht wie das Gehirn einer Maus, da hat man die komplette BlueGene P. Da könnte man also rein, die Compute-Leistung würde funktionieren. Wir wissen nur noch nicht, wie wir es verschalten sollen. Und wenn man es jetzt so groß macht, dass es auf die BlueGene Q passt, also auf U-Queen, die neue Maschine, dann könnte man schon ein Nagetier größerer Art simulieren oder sogar eine Katze. Aber rein nur
die pure Computerleistung. Es geht jetzt darum, diese Gehirnmaterie volumenmäßig simulieren zu können. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, können wir iterativ das Modell so verfeinern, dass wir funktionale Einheiten tatsächlich korrekt beschreiben können. Das ist das Ziel des Human Brain Projects. Da werden natürlich nicht nur Simulationen gemacht, da gibt es also einen ganzen Katalog von neurowissenschaftlichen Instituten, die da mitmachen. Wir haben insgesamt über 150 Partnerinstitute. Wir hoffen, dass das sozusagen der nächste Schritt in unserer Aktivität sein wird, dass wir irgendwann mal sowas haben. Also nicht erschrecken, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht aussehen in der Zukunft. Vielen Dank.